Malik, Direktor der SIRS Antiterror-Einheit, leitete höchstpersönlich die Ermittlungen, durch die alle Agenten der Londoner DedSec-Zelle identifiziert werden konnten. Das SIRS Hauptquartier. Kein Problem. Ein Tag wie jeder andere. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Gut, dann zu unserem Hauptquartier und da mal eine Runde verhören. So, danach würde ich mir da mal den Kollegen holen. Oder war, glaube ich, eine weibliche Albion-Agentin, dass wir da mal ein bisschen was an Auswahl haben, falls meine ausfällt. Okay, Malik. Spuck's schon aus. Wir wissen bereits vom Anschlag aufs Kanada-Haus und von denen davor. Die Anschläge damals? Was soll das? Oh Gott, ich wurde von Idioten geschnappt. Ich war das nicht. Ich wollte diese Anschläge verhindern. Ich bin Patriot. Und sie nannten mich einen Spinner. Sogar Emma. Da wusste ich, dass Informationen nicht ausreichen. Um das Empire zu retten, bräuchte ich Macht. Und zwar schnell. Und was ist mit Zero Day? Du wusstest das, bevor wir miteinander gesprochen haben. Ich bin Spion. Ja? Ich wusste ein bisschen was über den größten Terroranschlag der letzten Zeit. Und ich dachte wirklich, dass ihr Zero Day seid. Es erschien einleuchtend. Aber wenn es eine Verschwörung geben muss, Albion hätte am meisten profitiert. Ist euch das nicht klar? Du redest viel, wenn der Tag lang ist, Malik. Reicht aber nicht aus, um dich da rauszureden. Du wirst noch lange Zeit hier bleiben. Lange bleibe ich hier nicht. Diese Wende wird es schon bald ebenso wenig geben wie euch. Eure kleine radikale Kooperative wird versagen, so wie sie es alle tun. Ich habe das schon so oft erlebt. Ihr werdet euch gegenseitig zerfleischen. Da braucht es nicht mal Zero Day, Albion oder sonst wen. Eine einzige, einheitliche Ideologie. Ein einziger, starker Anführer. Das waren in der Geschichte immer die Merkmale von Macht. Demokratie und Pluralismus sind nur Anomalien. Kleiner Ausrutscher. Genau wie ihr, der Zack. Eine Fußnote in der Geschichte des Empires. Aber jetzt wendet sich das Blatt. Und ihr seid für die Zukunft einfach nicht bereit. Ja, wollen wir mal noch sehen. So, SRS-Kapitel abgeschlossen. Cool. Ah, du hast auch noch eine neue Mission? Kommt jetzt noch einiges. Genau, aber jetzt wollte ich als nächstes mal die Rekrutierung machen. Zwei haben wir schon mal, drei fehlen noch. So, wieso bist du denn auf einmal auch Bärnackel? Ich dachte, du wärst von Albion. Moment. Ah, ich muss ja erst noch hier das Tiefenprofil machen. Schläft ein Stockwell. Ja, gehen wir das mal an, das ist ja hier um die Ecke. Gucken, wie lange das dauert. Na, vielleicht kriegen wir das auch noch in der Folge hin. Also die Rekrutierung auf jeden Fall. Bei der GBB reden Sie über unseren Freund Malik. Zeig her. Andere Dokumente im Malik-Dossier, die von der Organisation DedSec veröffentlicht wurden. Offiziell bestreitet der SIRS die Richtigkeit dieser Dokumente, obwohl Quellen innerhalb der Organisation behaupten, dass Richard Malik selbst aus dem Land geflohen ist, was als beispielloses und erniedrigendes Datenleck beschrieben wurde.
Da mehr vom Dossier unabhängig verifiziert wird, spekulieren Antiterror-Experten, dass die Anschläge Anfang des Jahres fälschlicherweise DedSec zugeschrieben worden sein könnten. Okay. Vielleicht wird's ja doch noch was. Na gut, dann wieder hierhin zurück. Guck mal, da oben. Ich habe die Woche ein unglaubliches Konzert erlebt. Die Band kennt keiner. Da ist noch eins hören, ne? Verdammt. Selbst mit Doppelsprung reicht's nicht. Schade. Na gut. Na, Quatsch, mitnehmen wollte ich nicht kapern. Warten wir mal ab, ob dieser SRS-Maulwurf auftaucht. Mhm. Dieser Maulwurf, der hinter unserer Kandidatin her ist, ist hier. Du könntest die Optik hacken, um alle Informationen zu löschen. Es hilft unserer Klientin, wenn du dich dem annimmst. Musst du so nah bei mir stehen? Ja. Viele Terroranschläge hatten wir seit Alien des Kommandos. Mein Gott, der Zaun lässt grüßen. Alle Infos wurden gelöscht. Das sollte den Sirs ausbremsen. Das sollte unserer Klientin gefallen. Ah, alles klar. Gut, dann deine Mission mal noch. So. Jetzt, wo du ihr geholfen hast, redet sie vielleicht mit uns. Du bist wo? Die Ramona, da. Na, vielleicht holen wir unseren entführten Kollegen auch noch gerade mit. So, da hinten um die Ecke. Viel los hier. Schick. Guter Patient. Na okay, auch hier nochmal warten. Ah, da ist er. Schon mal überlegt, zum Widerstand zu kommen? Das macht dich so high wie nichts anderes, glaub mir. Ah, du bist von DedSec. Gut. Ich brauche Hilfe bei etwas. Wir sind zu allem bereit. Was gibt es denn? Mein Freund hat diese seltene Blutkrankheit. Und bei dem aktuellen Zustand des NHS konnte er seit Monaten nicht richtig behandelt werden. Der einzige Arzt, der Hilfe anbot, arbeitet für Clan Kelly. Sehr kostspielig und illegal, aber ich hatte keine Wahl. Red weiter. Es war Betrug. Die Medikamente haben geholfen, aber er wurde süchtig. Da hat der Arzt gedroht, die Behandlung abzubrechen, wenn wir nicht mehr zahlen. Viel mehr. Wir können es uns nicht leisten. Was für eine Schweinerei. Wir besorgen deinem Freund die Medikamente, keine Sorge. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held. Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Kannst du ihn aufspüren, Bagsy? Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Okay. Infos über die Drogenlieferung. Ah, ich drücke mir die falsche Ecke gefahren. So, dann drehen wir nochmal um. So, und dann gucken wir mal, ob wir uns die Infos holen.
Oh, ist ja, glaube ich, einfach nur die Straße entlang. Wie es aussieht. Ich sehe gerade, da hat man noch kein Bier getrunken. Offline noch machen. Schon gibt es auch eine Errungenschaft, wenn man alle Biere getrunken hat oder alle an allen Ecken halt. Aber so viel Zeit will ich in dem Spiel nicht verbringen, muss ich zugeben. Der Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Er hat einen stark gesicherten Laptop dabei. Da finden wir sicher den Standort der Medikamentenlieferung. Cool. Schauen wir mal. Guten Tag. Bleib so. Dankeschön. So, ich denke, wir müssen da hochklettern. Dass wir ein bisschen was reißen können. Ah, drin wären auch Technikpunkte. Schön. Malen wir noch ein bisschen. Nichts über Vandalismus. Das hatten wir auch schon mal. Aber soll ja nicht schaden. So, weide deine Augen daran, London. Okay, da oben gammelt noch jemand rum. Oh, das ist tatsächlich da unten. Bist du ruhig? So, dann kommen wir auch rein. So, da kommen wir erstmal nicht hin. Da wäre aber der Schlüssel. Kann ich den von hier oben hacken? Leider nicht. Einer weniger. Das waren alle, ne? Ich habe nicht den Eindruck, dass sich hier noch jemand verbirgt. Oh, doch. Deckung bitte. Okay, ist doch mehr drin, als ich dachte. So, ich wollte einfach nur das noch mitnehmen. No. Oder keine Zugangsdaten für hast. Nicht, dass du mir hier noch abhaust.
So, jetzt könntet ihr theoretisch raus. Dann holen wir uns nochmal den Schlüssel. Holen wir auch noch eine Maske, sehe ich gerade. Wer weiß, ob hier nochmal jemand kommt. Und daher tarnen wir mal lieber. So, wir haben den Schlüssel. Dann da geht's zu dem Typen rein. Hier haben wir eine Maske. Und ihr müsst doch irgendwo. Notebook. Eckbar. Das ist das, was wir brauchen. Schauen wir mal nach. Da ist der Laptop. Ah. Doch nicht. Laptop abgegriffen. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere. Mach das. Da hinten sehe ich aber erst noch was zum Mitnehmen. Ja, wird außerhalb sein. Oh, das haben wir noch gar nicht abgeschaltet. Auch noch eins höher? Ah, da oben ist es. Okay. Einmal eine Drohne. Das behalte ich mal. Okay. Ich habe das Moblager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Sehr schön. Dann, oder haben wir ein ganz schönes Stück noch? Und da wäre auch noch ein neuer Auftrag. Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich dann wieder per Schnellreise. Das geht dann doch schneller, als dahin zu fahren. Husch, husch. So. Guten Tag. Ich hab's ja zum Glück nicht nötig zu warten. Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Alles klar. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Okay. Ich könnte das ja auch noch fahren lassen. Gut, ich muss halt erstmal die Tour aufkriegen. Das geht da drin. Okay. Ach, theoretisch kann ich das ja, glaube ich, alles von hier machen, ne?
So, das auf. Und du fährst vorwärts. Autsch! Sorry! Was zur Hölle? Verdammte Scheiße! Zack! Ich bin da! Und jetzt? Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unsere Freundin die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten. Ja, alles klar. Das lief doch rund. Schön. Ah, hier wäre noch eine Sabotage. Stimmt, in London selber, also in der City haben wir noch gar nichts gemacht. Gut, Stückchen zu fahren, wie gesagt, wir haben das ja relativ unauffällig geregelt. Von daher sind wir jetzt auch glücklicherweise schnell entkommen. Da haben wir es dann auch gleich. Aber war auch schon sehr angenehm, dass das halt direkt vor dem Ausgang gestanden hat und man nur rausfahren musste. Das war sehr hilfreich. Jo, da haben wir alles. Okay, bitteschön. Ah, wieder. Millimeter zu weit gefahren. Sollten Ärzte zwei oder sogar drei Jobs gleichzeitig haben? Durch NHS-Kürzungen und Finanzierungsengpässe ist das bereits der Fall. Alles erledigt. Die Medikamente, die ihr für den Entzug braucht, sind sicher in einem Truck verstaut. Wir schicken dir gleich den Standort. Ich schulde dir was. Du wärst total super für DATSEC. Leuten in den Arsch treten, aber für einen guten Zweck. Ja, ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Ah, das klappt. Sehr schön. Dann hätten wir noch ein bisschen Albion. Was warst du da? Glaube ich, direkt mal los. Nehmen wir dich da direkt mal mit. Klasse! Wir brauchen mehr Leute, die Respekt wollen und gerne kämpfen. Yes, ich bin bereit, mit euch auf Jagd nach Abschaum zu gehen. Sehr cool. Ist noch jemand von dem Spaßbremsenverein? Wow, cool. Gut, dann gesagt, hatten wir noch einen anderen Auftrag. Lass ich mal gerade gucken. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich noch... Ah, nee, South Park haben wir auch noch nicht. Also eigentlich noch zwei Gebiete, die wir noch machen müssen. Was fehlt denn da eigentlich noch? Da fehlen natürlich aber noch... Ach, das glaube ich, waren diese Beweise, die ich nicht gefunden hatte, ne? Ist denn hier noch was? Seltsam. Okay. Dann, ja, holen wir dich nochmal. Hallo. Der dürfte da irgendwo sein. Ah, das ist natürlich für Clan Kelly. Gerade den falschen ausgewählt. Naja, passt schon. Dann ballern wir uns halt durch. Der Kidnapper ist hier und noch ein paar andere zwielichtige Gestalten. Du müsstest den Aufenthaltsort des Entführungsopfers aus seiner Optik erfahren können. Okay. Oh. Hey, bleib, wo du bist. Oh. Oh.
Schuss! Dankeschön. Das war schnell und effizient. Kommst du noch? Wohl nicht. Ja, alles klar. Schnell, effizient und tödlich. So lobe ich mir das. GPS-Analyse abgeschlossen. Ich habe eine Spur unseres Entführungsopfers. Ich brauche die Koordinaten. Alles klar. Oh, das ist auch direkt hier um die Ecke. Sehr praktisch. Dich sollte man einweisen. Stillhalten, verstanden? Ich brauche dringend Verstärkung. Die hat mich angegriffen. Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Nachricht verstanden. Setzen uns in Bewegung. Ende. Ja, ja. So, genau. Du kannst dann gleich mal wieder weg. Wir müssen nach oben tatsächlich. Unser Entführungsopfer ist hier. Pass unterwegs auf die Handlanger auf. Jo. Da, ruhig. Habt ihr das gehört? Hat jemand Sichtkontakt? Irgendwer? Das sind undurchdringbare Tore. Sind an der Zielperson dran. Ende. Ich könnte Hilfe brauchen. Dankeschön. Ja, stimmt, ihr habt ja mal Autos hier rumstehen. So, die Herren. Verstanden, wir folgen dem Ziel. Das hat sich gelohnt. Okay, ich brauche trotzdem mal Deckung. Das ist keine Deckung. Da haben wir dich ja. Hilfe! Bitte! An alle Einheiten! Wir verfolgen die Zielperson! Zeit, ihn rauszuholen! So, dann komm. Ich kann keine Verfolger mehr sehen. Genau, du rennst halt einfach nochmal rein. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Weiter geht's. Oh. An alle Einheiten, zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Gut, dann hole ich mir... Ah, da hinten ist es. Mal noch die Technikpunkte. So. Sehr schön. Unser Mitglied ist wieder einsatzbereit und ein weiterer Feind von DedSec ist ausgebremst. Gut gemacht. Cool. Dann haben wir das soweit. Die Folge ist auch vorbei, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin.
Macht's gut und ciao, ciao.